VV06 TV wird Ihnen präsentiert von Kaffee Engelke. Mit allen Sinnen genießen. Heute zu Gast beim VV06 TV der Stürmer Omar Fahmy. Omar, dass die Saison gut gestartet ist, kann man jetzt nicht gerade behaupten. 3 Punkte, 1:9 Tore. Wie ist jetzt die Stimmung nach der Niederlage in Osnabrück? Klar, sind alle hier in der Mannschaft auch ehrgeizig genug, um das Ganze oder die ganze Lage zu erkennen. Und trotz der Niederlage ist die Stimmung in der Mannschaft trotzdem gut. Wir trainieren auch sehr gut. Auch letzte Woche oder diese Woche alle an einem Strang gezogen und alle gut mitgezogen. Ne? Jetzt, man hat es gehört, Janne, ich weiß nicht, ist er wieder im Training oder? Ja, zu Beginn der Woche, glaube ich, war er beim Training, aber ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile wieder ein paar Probleme hat, aber ich habe ihn jetzt Donnerstag und Freitag nicht beim Training gesehen. Dennis ist aber zurück, oder? Genau, das ist auch wieder ganz wichtig für die Mannschaft. Hat man auch wieder Freitag beim Donnerstag beim Training gesehen. Und ich hoffe, dass er da auf jeden Fall auch dann am Sonntag wieder zu der Mannschaft zustoßen kann. Jetzt bis jetzt lang nur ein Tor, das ist hier im Stadion gefallen. Wie siehst du die Prognose für Sonntag? Ja, wir sind alle heiß auf Sonntag. Wir wollen wieder einen Dreier einfahren. Also alle sind motiviert, sieht man auch beim Training. Und klar war das bisher, die Kritik muss man sich gefallen lassen. Wir haben erst ein Tor geschossen, das müssen sich auch die Stürmer gefallen lassen. Und da geht es jetzt am Wochenende alles wieder gut zu machen. Ne? Und dann wirklich auch mit vielleicht einem Tor zu den 3 Punkten beizutragen. Das heißt, für euch Stürmer ist, du ja auch, ich weiß nicht, ob du spielen wirst, wird der Trainer entscheiden dann nachher noch. Ja. Geht es also darum, die Quote von 0 Stürmertoren bis jetzt langsam auf jeden Fall auszubauen, oder? Auf jeden Fall, das ist unser Ziel und wir alle wollen am Sonntag die 3 Punkte haben und dazu gehört natürlich auch mal wieder ein Stürmertor und da bin ich zuversichtlich, wenn der Trainer sich für mich entscheiden würde. Aber das sehen wir dann alles am Sonntag, Trainer entscheidet und dann alles genau sehen wir am Sonntag. Okay, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Das Stadion jubelt und unser Herz, ja, das lacht. VV 06 ist unsere Liebe. Wir feiern gelb-rot-weiße Siege. Unser Leben ist ein Fest in Hildesheim.